Anwurf. Das Empor Handballmagazin auf TV Rostock wird Ihnen präsentiert von Globus, dem Einkaufsparadies auf 15.000 Quadratmetern. Vielfalt, Frische, Gastronomie, Handwerk und vieles mehr. Globus, da ist die Welt noch in Ordnung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, dem Empor Handballmagazin. Die Saison in der zweiten Bundesliga hat am Wochenende begonnen und dem letzten Empor gelang dabei ein verdammt wichtiger Sieg. Gegen den vorletzten Korschenbroich wurde mit 32:31 gewonnen. In der Tabelle hat sich Rostock auf den drittletzten Platz vorgearbeitet. Vier Mannschaften steigen ab, wobei Düsseldorf nach einer Insolvenz als Absteiger feststeht. Als nächstes stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm beim 11. Nordhorn und beim 13. Bietigheim. Wie die Vorbereitung auf die Rückrunde lief und was es Neues in der Mannschaft gibt, das sehen Sie jetzt. Nach dem Trainingsauftakt am 6. Januar ging es für das Zweitligateam zunächst ins Trainingslager nach Güstrow. Danach standen in Rostock wie hier in der Fiete-Rehder-Halle in Marienehe täglich zwei Einheiten auf dem Programm. In der Vorbereitung gab es gegen den polnischen Zweitligaspitzenreiter Stettin einen Sieg und ein Unentschieden. Der deutsche A-Jugendmeister Spandau Füchse Berlin wurde besiegt. Bei einem Turnier in Schwerin gab es zwei Niederlagen. Hier hat sich auch Tom Wetzel verletzt. Der Meniskus im linken Knie macht Probleme. Es ist eine alte Verletzung, die wieder aufgebrochen ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ob ich nicht mehr mitwirken kann. Das steht noch nicht fest. Das wird ja die nächste Untersuchung zeigen. Natürlich ist es sehr ärgerlich, aber man muss sich jetzt darauf konzentrieren, schnell wieder fit zu werden. Ja, und die Energie in die Reha und den Wiederaufbau zu stecken. Am Freitag wird nun die OP in Hamburg durchgeführt. Dann entscheidet sich, wie lange Tom Wetzel ausfallen wird. Muss der Meniskus entfernt werden, sind es 2 Monate. Kann er genäht werden, wären es 6 Monate. Im Training kann der 20-Jährige nur noch als Zuspieler agieren. Während dieser Rückraumspieler ausfällt, haben 2 andere ihre Verletzungen auskuriert. Sowohl Michael Brunner nach einem Muskelfaserriss als auch Christoph Gorniak nach Knieproblemen sind wieder fit. Mit Michael Höft ist ein weiterer Spieler in den Kader zurückgekehrt. Der Linksaußen musste nach einer Schulterverletzung 2 Monate pausieren. Für ihn wurde damals Viron Papadopoulos geholt. Somit ist diese Außenposition nun doppelt besetzt. Es macht einfach riesig Spaß, wieder selbst zu spielen. Sonst konnte man nie eingreifen, hat immer zugeguckt. Und jetzt kann man selbst wieder angreifen. Klar muss ich mich jetzt erst wieder reinkämpfen. Aber ich werde mein Bestes geben und hoffen, dass ich mich auch wieder durchsetzen werde. Im Training wird nun vermehrt das Defensivverhalten geübt, denn Empor hat in der Liga die meisten Gegentreffer kassiert und das mit Abstand schlechteste Torverhältnis. Der HCE steckt in der zweiten Liga ganz tief drin im Abstiegskampf. Dennoch ist Trainer Norbert Henke optimistisch. Der Grundoptimismus gehört zu jedem Trainer und jedem Spieler dazu, sonst kannst du kein Spiel gewinnen. Und deswegen sind wir schon optimistisch, weil wir einfach auch gut trainiert haben und körperlich in guter Verfassung sind. Wie sieht es vom Spielerpersonal aus? Es gibt einen Verletzten. Kommt noch wer neu? Also es wird definitiv noch ein Rückraum, wo Spieler kommen. Wir können nur nicht sagen, wann, weil es da noch die ein oder andere Formalität gibt mit dem abgebenden Verein beziehungsweise auch mit Aufenthaltsgenehmigung. Da müssen wir gucken, in welcher Geschwindigkeit wir das hinkriegen. Nach unseren Informationen soll es sich um einen Kroaten handeln. Letzte Details sollen diese Woche geklärt werden. Möglicherweise kann der Aufbauspieler dann schon im nächsten Auswärtsspiel für den HC Empor Rostock auflaufen. Nach der Verletzung von Tom Wetzel wurde auch Ausschau nach einem weiteren Spieler gehalten. Doch bislang wurde keiner gefunden, der Mannschaft sofort weiterhelfen könnte. Bis 16. Februar wäre noch die Gelegenheit. Danach sind keine Transfers mehr möglich. Wie in jeder Sendung wollen wir Ihnen auch dieses Mal einen Spieler vorstellen. Der kam zu Saisonbeginn zum HC Empor Rostock, Benjamin Meschke. Der 21-Jährige ist Sportsoldat sowie Profi beim HC Empor und muss damit 2-mal täglich zum Training ran. In seiner Freizeit spielt der gebürtige Plauener gerne Golf. Daher sind wir mit Benjamin Meschke zum Golfressort Wittenbeck gefahren. Hier gibt es von Golflehrer Max Pingel noch einmal eine kurze Auffrischung seiner Kenntnisse. Hi, hallo Max. Benni, hi. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Super, alles bestens. Ja? So, wir wollen mal schauen, wie es heute bei dir läuft mit dem Golfspielen? Machen wir, ich freue mich. Okay.
Nach 3-4 Abschlägen von der Driving Range fliegt der Ball wieder in die richtige Richtung und Benjamin ist wieder vom Golffieber infiziert. Für mich faszinierend ist eben das, was beim Handball eben immer nicht so ist, dieses Ruhige, dass man ausspannen kann, dass man mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, die Natur genießen kann und einfach mal ein guter Ausgleich, denke ich mal, zum Handballalltag. Mit 5 Jahren hat Benny mit dem Handballspielen begonnen. Sein Opa, ehemaliger Spieler der DDR-Oberliga, nahm ihn mit zum Training des SV Oberloser. Hier spielte er bis zu seinem 14. Lebensjahr, schaffte es in die Landesauswahl von Sachsen, ehe der SC Magdeburg anfragte. Nach einer Sichtung ging es ins Sportinternat. Hier folgte unter perfekten Bedingungen der Wechsel in den Jugend- und Juniorenbereich. Neben ca. 30 Länderspielen für die Nachwuchsnationalmannschaften bestritt er zahlreiche Zweitligaspiele mit der zweiten Magdeburger Mannschaft und auch 7 Erstligaeinsätze stehen auf seinem Konto. Dann folgte im Sommer 2011 der Wechsel nach Rostock. Empor hat mir eine gute sportliche Perspektive aufgezeigt. Ich wollte in meiner Karriere den nächsten Schritt machen, mich außerhalb von Magdeburg weiterentwickeln und eben zeigen, dass ich nicht mehr ein Nachwuchsspieler bin, sondern eben auch im Männerbereich mitmischen kann. Und dann hoffe ich, dass wir dann die Klasse halten, mit meiner Hilfe auch. Bei den anderen Empor-Spielern steht Golf nicht so hoch im Kurs. Dennoch verbringt Benjamin viel Zeit, vor allem mit den jüngeren Kollegen. Mit seiner Freundin Janine Lindenberg führt der Kreisläufer eine Fernbeziehung. Sie ist Leichtathletin und fährt im Sommer mit der 4x400-Meter-Staffel zu Olympia. Auch Benjamin hat für die Zukunft ambitionierte Ziele. Ich persönlich habe ich immer noch den Traum, irgendwann erste Liga zu spielen. Ich hoffe, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann, beziehungsweise weiter viele Spielanteile bekommen kann und mich weiterentwickeln kann. Und wenn das optimal läuft, ich gesund bleibe, dann hoffe ich, dass ich das schaffen kann. Und beim HC Empor ist ja ganz klar, wir müssen jetzt in der Rückrunde auf jeden Fall eine Kohle anlegen, damit wir die nötigen Punkte holen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben genug Qualität im Kader. Und der Trainer wird auch die Mannschaft so bauen, dass wir konkurrenzfähig sind und auch die nötigen Punkte holen werden für den Klassenerhalt. Bis zum Sommer ist Benjamin noch Sportsoldat. Danach möchte er neben dem Handball ein Studium beginnen. Dabei hat der 21-Jährige 2 ganz unterschiedliche Varianten im Kopf. Zum einen wäre das Zahnmedizin, zum anderen Sportmanagement. Denn nach seiner Karriere könnte er sich vorstellen, Trainer oder Manager zu werden. Schon jetzt ist der Spieler mit der Nummer 13 Besitzer der Trainer-B-Lizenz. Beim Golf machte Benjamin eine super Figur. Nun heißt es auch im Handball Gas geben, um seine Ziele zu erreichen. In unserem zweiten Porträt wollen wir Ihnen jemanden vorstellen, der seit Jahren für den Handball lebt und dafür sorgt, dass Wochenende für Wochenende die Spiele des HC Empor reibungslos über die Bühne gehen. Neben den Aktiven stehen bei Handballspielen auch immer 2 Schiedsrichter auf dem Parkett. Hans Tinger war jahrelang selbst als Referee aktiv und organisiert seit 10 Jahren die Spiele des HC Empor Rostock. Der 79-Jährige aus Bad Sülze ist ein Urgestein des Schiedsrichterwesens. Angefangen hat alles kurz nach dem Krieg. Es war im Juli 1949. Ich habe zuerst Handball gespielt und habe dann aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und habe dann die Schiedsrichterlaufbahn eingeschlagen, habe meine Prüfung in Rostock in der Hans-Sachs-Allee gemacht. Seit seinem Beginn 1949 stand Tinger 54 Jahre lang auf der Platte. In der DDR zunächst in der Bezirksliga, der damaligen dritten Liga. Nach der Wende war er in der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Hinzu kommen zahlreiche Freundschaftsspiele und Turniere. Sein letztes Spiel bestritt er 2003 mit 71 Jahren. In seiner Karriere hat der Unparteiische fast 3000 Begegnungen geleitet und dafür auch zahlreiche Ehrungen erhalten. Schon frühzeitig befasste sich Hans Tinger auch mit der Organisation von Schiedsrichtern und Kampfgerichten. So sieht er seine persönlichen Handballhöhepunkte auch nicht auf dem Parkett, sondern daneben. Der Highlight bei mir war erstens die Mitarbeit im Orgbüro zur Vorbereitung der Weltmeisterschaft 1974, wo in der Sporthalle Marienehe ein Spiel stattfand. Zweitens war das Europapokalfinale 1982, wo ich gemeinsam mit dem Sportfreund Rebschläger als Kampfgericht eingesetzt war. Das war für uns eine
der besten und was sagt man, erfolgreichsten Dinge, wo man sich immer wieder daran erinnern kann. Hans Tinger fing in Rostock bei der BSG Empor Konsum an. Nach einem kurzen Gastspiel bei Lok ging es für lange Zeit zu FICO, ehe 2001 der Wechsel zu Empor folgte. Hier organisiert der Hobbygärtner die Spiele von 7 Mannschaften, von der C-Jugend bis zu den Herren, und das trotz seines Rentenalters Woche für Woche ehrenamtlich. Er ist Deutschlands ältester Schiedsrichterobmann. Etwa ein Dutzend Unparteiische stehen in seiner Liste, dazu kommen Zeitnehmer und Protokollführer. Unter seiner Regie musste noch nie ein Spiel ausfallen. Hans Tinger organisiert gerne die Abwicklung der Empor-Spiele, bedauert es aber auch ein bisschen, nicht mehr selbst pfeifen zu können. Jetzt vermisse ich das nicht mehr. Die ersten Jahre war es wirklich schwer, sich damit abzufinden, dass man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Aber wenn man heute in den Sporthallen ist und besonders in der Scandal Arena die erste Männer spielt, vor fast 1000 Zuschauern, dann sagt man sich immer, man ist eine Familie und man hat wieder Mut dazu und es macht Spaß. Neben der Organisation springt Hans Tinger manchmal auch noch im Kampfgericht ein. Er ist seit 51 Jahren mit seiner Frau Waltraud verheiratet und hat eine Tochter. Seine Familie hat ihn bei seiner Leidenschaft immer unterstützt. Ende 2011 wurde dem gelernten Eisenbahner eine besondere Ehre zuteil. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er von Ministerpräsident Erwin Sellering ausgezeichnet. Das war aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Auch nach über 50 Jahren wird Hans Tinger weiter für den HC Empor die Schiedsrichter organisieren. Das war's mit Anwurf, dem Empor Handballmagazin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch Ende Februar wieder ein. Wie gewohnt am letzten Dienstag im Monat. Tschüss, bis dann. Das war Anwurf, das Empor Handballmagazin auf TV Rostock. Jeden Monat aktuell. Präsentiert von Globus, der Einkaufswelt mit Baumarkt in Roggentin. Globus, da ist die Welt noch in Ordnung.